Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu den Schriftrollen der Altvorderen, Teil 4, Oblivion. Boah, Oblivions widerliche Brut ist auf jeden Fall teilweise in diese Welt rübergeschwappt. Aber die Bewohner von Quatsch kehren jetzt wieder ins Dorf zurück, beziehungsweise ich glaube, das hier ist das Dorf. Also die kehren, ich weiß nicht, die kehren halt irgendwohin zurück. Und ich gehe jetzt erstmal zusammen mit Bruder Madin. Tja, wo gehen wir hin? Zur Priorei. Aber erstmal aktiviere ich diese Quest, weil es noch die andere Quest für eine zukünftige Schlacht aktiviert. Das bedeutet, Durchbruch zur Belagerung, finde den Erben. Hier, ich muss Martin zur Vaynon Priorei zurückkehren und mit Geoffrey und so weiter über unseren nächsten Schritt diskutieren. Dann wollen wir mal kurz das Mauskabel unterm Lautsprecher rausziehen und ab geht's. Übrigens, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, die geschrieben wurden, ungefähr 1 Million Mal. Wurde ich darauf hingewiesen, dass ich pennen muss, um Level aufzusteigen. Dann würde ich nämlich ein Level aufsteigen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das werde ich bald mal machen, in der Priorei wahrscheinlich. So, dann aufgeladene Schläge war auch ein Thema. Konstitutionsskillen hat auch immer geschrieben, ist sehr wichtig, damit ich überhaupt gegen spätere Viecher eine Chance habe. Ich werde mir dann, wenn es an Skillen geht, gleich mal auch durchlesen, was Konstitution genau bringt und die anderen Sachen und so. Ich könnte mich da jetzt auch hin teleportieren, aber ich glaube, die Priorei ist nicht weit entfernt, oder? Ich weiß es nicht. Und Patches und Mods. Ich habe auf jeden Fall diese eine Mod installiert, dass Pflanzen, die man pflückt, verschwinden, beziehungsweise Pflanzenteile wie Blüten und so weiter. Und ich habe diese inoffiziellen Patches installiert, den einen von Nexus und den, wo man von so einem Forum runterladen musste. Grafik, Texturen und so habe ich noch nicht installiert, weil dafür müsste ich erstmal die anderen Sachen musste man nur in so einen Ordner packen. Diese Grafik-Sachen, da muss man extra den Mod-Manager installieren und so, ist auch kein Weltuntergang, aber da habe ich mir halt die Zeit noch nicht für genommen, das heißt, das wird dann erst im Laufe der Zeit gehen, wenn ich sicher weiß, dass ich dann die Spielstände weiterverwenden kann. Das ist natürlich sehr wichtig. Okay, Martin, meinst du, wir schaffen das hier runter? Soll das mal probieren? Bin gespannt. Ja, kein Problem, Mann. Sehr gut. Nicht so nervig wie die NPCs. Boah, eine Elster gerade von meinem Fenster vorbeigeflogen. Nicht so nervig wie die NPCs in Gothic 3. Gothic 1 und 2 ist natürlich noch heftiger, da kommen sie einfach. Okay, er glitscht da oben rum. Na gut, da muss ich ja gleich Schnellreise machen. Über Alchemie und so weiter wurden mir auch ein paar Sachen geschrieben. Und dass ich ein Pferd bei der Priorei kriege, das habe ich jetzt auch erfahren dürfen. Okay, jetzt speichere ich aber erstmal. Mit F5. Und dann schau mal auf der Karte. Koroll, aber schau mal, ich bin doch ganz woanders. Wo befindet sich denn Quatsch überhaupt? Beziehungsweise das, was noch davon übrig ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall teleportiere ich mich jetzt mal zur Priorei. Zack. Nordlandstallungen, ja, ja. Ja, ja. Oh, schöner Sternenhimmel. Okay, Martin, da sind wir. Nein, nicht ganz. Was ist das für eine Stadt hier? Koroll. Okay, ja, alles klar. Priorei ist direkt ums Eck. Hier kann man auch echt gut mal bei Nacht rumlatschen. Schöne Beleuchtung, schöner Sternenhimmel und so weiter. Da vorne ist, glaube ich, schon. Boah, da rennt schon mal jemand rum. Alles klar, was geht ab? Hi. Alles im Lot bei dir? Hilfe, ihr müsst uns helfen. Sie bringen alle in der Vaynon Priorei um. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. Ach nein, ich wollte doch mit den nächsten Schritte besprechen. Wer greift denn hier an? Was soll das? Ich war bei der Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Grünen Lippenstift hat er auch drauf. Ja, was ist mit Geoffrey, Mann? Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Ah ne, halt, mit Geoffrey wollt ihr reden. Der andere Typ, der draufgegangen ist, der... Okay, sehr gut. Martin stürzt sich direkt in... Alter! Alles klar, kein Problem. Okay. Mit der Waffe-Wegstecken-Taste kann ich einen gespannten Bogen wieder
entspannen. Wurde mir geschrieben, aber leider ist es nicht der Fall. Ich drücke F zum Wegstecken. R ist irgendwie aus dem Charakter rauszoomen. F ist bei mir die Waffenziehtaste, aber leider kann ich das Spannen des Bogens damit nicht abbrechen. Das kann nicht sein, ey. Schau mal, ich beweise, dass F die Waffenziehtaste ist. Ich drücke F zum Bogen ziehen, drücke ich wieder F, um mir wegzustecken. Ein mythischer Morgenröte-Agent. Oh nee, was will der denn hier? Bah. Gold. Kappe der Morgenröte. Aha, das sind es nicht dieselben Typen, die auch den Kaiser damals attackiert haben? Ja, okay, Martin, was jetzt? Hast du gesehen, ich was denke, abgeht? Dass wir Geoffrey sofort aufsuchen sollten. Ja, also Mund darfst du für mich schon aufmachen beim Reden, aber... Ich bin dabei. Niemand zwingt dich natürlich, ist klar, du bist immer der einzige kaiserliche Erbe, kannst im Prinzip machen, was du willst. So, Geoffrey. Ich dachte nämlich erst, Geoffrey wäre der Prior. Oh, stirb, Ungläubiger. Aber ich verwechsel gerade ein paar Sachen. Was ist das denn überhaupt für ein Daedra-Viech? Hey! So, das ist sauer, weil ich ihm die Erfahrung klaue, oder was? Aber das gibt's hier ja gar nicht. Geölte Leinenschuhe. Auf jeden Fall gleich mal pennen. Ich weiß, Eisenpfeil. Rindslederschuhe, so ein Brotleib ist auch lecker, Gold. Kann auch nicht schaden. Boah, Ruhe in Frieden, Prior. Marborell. Er hätte es so gewollt, dass ich die Kohle an mich nehme. Goldring will er wahrscheinlich auch nicht dem Feind überlassen. Und ansonsten... Ja, wo ist Geoffrey? Wie, wo, was? Ich habe schon wieder die Hälfte verpennt, sorry. Die wird eingegriffen. Ich muss Geoffrey finden, Karte. Okay. Alles klar. Ja gut, da wäre ich jetzt auch ohne Questmarker wahrscheinlich reingelatscht, aber... Mal zu... Oh, Alter, hier drin geht's direkt weiter. Alles klar, hey! Was soll das denn? Wo sind sie? Die Zeit der Heilung. Haha, durchgeflogen. Na gut, dann muss ich halt jedes Mal so... Ihr seid zurück? Talos sei Dank. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Alles klar, mach ich. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Boah, ist das jetzt so eine Auge-Inner-Story so? Der Feind hat das Auge zerstört. Ich jetzt aber echt mal, nach der Aktion gehe ich jetzt echt mal pennen. Um Level aufzusteigen. So, Pfeile. Aber ich liebe das, die abgeschossene Pfeile sich zurückzuholen. Und was ist das hier? Brauner... Okay, das wäre Diebstahl, wenn ich hier jetzt... Blumengefäß. Boah, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Oder auch nicht. Oder einfach ein bisschen randalieren. Ich muss ja nicht gleich klauen. Ich kann auch einfach nur... Peng! Da sind Fetzer geflogen. Ah. Also jetzt Geoffrey, komm. Beziehungsweise Martin, komm. Geoffrey hinterher, da rennt er mit erhobenem Schwert. Finde ich cool, dass er als Mönch auch kämpft. Ruhe in Frieden, Prior. Wie die Treppe hoch sprintet. Noch gut in Form für sein Alter. Wo, was? Ah, da. Sie haben es an sich genommen. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. Pedro, der Verräter. Ich habe Marty gefunden. Er ist in... Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Ja, wahrscheinlich schon. Es sei denn, wir halten alle dicht. Wo ist er in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Brumar. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Jetzt weiß ich ganz sicher. Ich habe noch bis zu der Stelle gespielt, wo man Martin in diese Festung der Klingen gebracht hat. Alles dazwischen kann ich mich kaum erinnern. Aber diese eine Sache kann ich mich noch daran erinnern. Das heißt, ab dem Punkt, wo wir Martin dahin gebracht haben, ist es wirklich hundertprozentig blind.
War vorher schon, weil ich 90% vergessen hatte, aber ab da wirklich komplett blind. Baurus, die Klingen? Ja, Baurus hat euch richtig informiert. Ich bin der Großmeister der Klingen. Wir dienen dem Kaiser und der Linie der Septim. Talos ist unser Schutzpatron. Ihr wundert euch, mich hier anzutreffen? Verschwiegenheit ist unsere Parole. Nur wenigen unter uns kommt die Ehre zuteil, öffentlich in der kaiserlichen Garde zu dienen. Aha, voll der Plot-Twist hier. Okay, erzähl mal noch was über diesen Tempel. Der Wolkenherrscher-Tempel wurde vor langer Zeit von den Gründern der Klingen erbaut, zu Zeiten von Rehman Cyrodiil. Er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Bruma und ist unsere uralte Festung, unser Heiligtum, unsere letzte Zuflucht. Martin wird dort sicher sein. Okay, alles klar. Und was danach kommt, keine Ahnung. Darauf bin ich besonders gespannt. Amulett der Könige haben wir... was ist mit dem? Jetzt, da das Amulett dem Feind in die Hände gefallen ist, müssen wir Martin in den Wolkenherrscher... Tempel bringen? Okay, alles klar, ja. Dann weiß ich Bescheid, dann gehen wir da... Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ja, okay. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit ist. Das Buch der Daedra. Jetzt will ich mal probieren, ob ich Anschiss kriege, wenn ich über Oblivion, wenn ich das lese. Es ist inkorrekt, wenn auch gebräuchlich, die Bewohner der Dimension von Oblivion als Dämon zu bezeichnen. Dieser Brauch geht das und das zurück. Schon wieder 10 Seiten, die man sich hier reinziehen könnte. Aber ich bin Buch der Daedra. Ja, wisst ihr, ich stelle immer so Fragen, hey, was sind die Daedra, was ist dies, was ist das? Dabei könnte ich mir die selber ganz leicht beantworten, indem ich einfach die Bücher lese. Aber ich will nicht im Let's Play 10 Minuten nur Bücher lesen, nein. Das heißt, wer will, kann mir auch gerne Zusammenfassungen in den Kommentaren schreiben. Nur wenn jemand unbedingt so denkt, Mann, ich will, dass er es versteht. Ich will, dass der checkt, was was ist und so weiter. Versteht er? Dann schreibt mir gerne mal, was was ist und so. Und wer die Götterdimension, dies, das und alles. Ah, hier darf ich sogar pennen. Sehr gut. So, jetzt endlich. Wartet mal ab. Jetzt wird gelevelt. Mit gezücktem Bogen. Alles klar, Stärke. Bestimmt, wie viel ihr tragen könnt, eure Ausdauer mit und den Schaden, den ihr mit Nahkampfwaffen macht. Ja. Maßgebend für die Fertigkeit, Stumpfe, Klingenwaffen, Nahkampf, Intelligenz, Magie. Ihr. Also mir wurde so ein bisschen Angst gemacht in den Kommentaren damit, wenn ich Konstitution nicht skill, dass ich dann gegen die Viecher, die später kommen, nicht mehr ankomme. Da denke ich mir halt, okay, in dem Notfall kann ich dann immer noch mit irgendeinem Shit leveln, wie rumspringen und so, oder Alchemie, und dadurch das dann wieder durch Skillen kompensieren. Die Elder Scrolls Spiele werben ja immer damit, dass man sich nicht richtig verskillen kann, sondern dass man rumexperimentieren kann, wie man will. Darum mache ich das nicht, wenn jemand so oberlehrerhaft sagt so, wenn du das nicht machst, so vergiss es, so pessimistische Einstellung, das kann ich überhaupt nicht ab, aber ich weiß, dass es nicht gemeint ist, deswegen rege ich mich jetzt nicht übertrieben drüber auf. Bestimmt eure Ausdauer, eure Lebensenergie legt fest, wie sie ansteigt, wenn ihr schlaft oder wenn eine Stufe aufsteigt. Moment. Das heißt, wenn ich eine Stufe aufsteige, dann kriege ich sowieso Lebensenergie. Und wenn ich mehr Konstitution habe, dann kriege ich noch mehr Lebensenergie pro Stufe. Habe ich das richtig verstanden? Bitte einen Timelink zu dieser Stelle im Video mit einem klaren Ja oder Nein. Dankeschön, wenn ihr wollt. Wenn ihr mir helfen wollt, zu verstehen, was abgeht. Maßgebend für die Fertigkeiten Blocken, Waffen, Schmiede, Kunst und schwere Rüstung. Ja, das ist ja nicht so meins. Schwere Rüstung überhaupt nicht. Charisma, ich gehe trotzdem mal einen Punkt da drauf. 3 Attribute zur Verbesserung. So, Charisma, Wortgewandtheit und so schön und gut. Glück beeinflusst alles, was ihr tut. Die Idee mag ich irgendwie. Hau ich da mal einen Punkt rein, auch wenn sich irgendjemand drüber aufregen wird. Stärke, wie viel ich tragen kann, ist halt auch sehr. Schnelligkeit ist auch geil. Leichte Rüstung hat Akrobatik, Geschicklichkeit. Vielleicht kann ich schneller wegrennen. Aber Umgang mit Bögen und Schleichen, darum gehe ich auf Geschicklichkeit. Okay, gut. Machen wir mal so. Sehr gut, und das guten Morgen, da bin ich wieder. Und weiter geht die Reise. So. Der große Forst. Alles klar. Ab zum Wolkentempel.
Okay, fühlt sich gut an, schon mal jetzt endlich meine Stufe aufgestiegen zu sein. Und meine Charakterwerte würde ich mir auch gerne mal noch reinziehen. Wie viel Leben und so weiter. Also hier klar, Stärke, Intelligenz und so. Schwertkampf. Aufstieg zur nächsten Stufe. Fast. Fraktionen, verstrichene Tage, Tage in Haft. Boah, man, es gibt zu allem irgendeine Statistik. Geil. Stärke. Lebensgeht 92, da steht es ja. Okay, alles klar. Weiter geht die Reise. Ich kann mich doch bestimmt zum Wolkentempel auch teleportieren. Das ist hart an der Grenze zu Skyrim. Erstmal nach Bruma. Erstmal die. Wobei, nee, jetzt kommt mal ein bisschen Welt erkunden. Ich lasche jetzt einfach mal zu Fuß sein mit den Jungs. Und halt, bei der Priorei soll ich mir ein Pferd nehmen können. Wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben. Schau mal, die nehmen sich nämlich auch Pferde hier. Pferd von Weiner und Priorei. Und ich darf mir aber eins nehmen, oder was geht ab? Als Soldat der Klingen ist mein Platz an Martins Seite. Drachenfeuer, Unterstützung. Eigentlich könnt ihr euch... Was? Pferd aus dem Stall holen. Okay, von Prior. Das Pferd des Priors. Besser auf den Weg machen. Prior Marborals, sehr gut. Nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrschertempel in Sicherheit ist. Dann steig auf dein Gaul, die Reise geht los, Mann. Boah, Pferdesteuerung vom Feinsten. Das heißt, mit der hier rein mit WASD. Okay, gut. Auch schöne Aussicht über die Kaiserstadt, die ich ja bisher auch nur im Ansatz erkundet habe. Und jetzt können wir gleich mal testen, ob die Mod funktioniert. Wenn ich hier was pflück. Ja, sehr gut. Die Blüten verschwinden. Hier wird Erfolg, irgendwelche Blätter und so weiter. Sehr gut. Nicht die ganze Pflanze verschwinden, sondern nur der Teil. Ich bin zu schwer belastet wegen sowas. Na gut. Ach ja, klar. Schau mal. Hemd der Überredung und so. Auch geile Namen. Kettenstiefel. Naja, dann schmeiße ich die mal raus. Wobei vielleicht nur irgendwas, was weniger wert ist. Die hier, die Handschuhe. Kann ich Sachen eigentlich in der Satteltasche meines Pferdes aufbewahren? Und was ich mich auch frage. Bäm, 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 wow. Mal schauen, bin ich... Nee. Muss da abbiegen. Ah, was steht denn hier? Bruma steht ja auch drauf. Nach Bruma will ich ja. Schöne Zäune hier auch. Das sind so richtige Pferdekuppelzäune. Aber gut, endlich mal ein Pferd zu haben. Schön langsam können wir auch reiten. Sprecht. Worüber soll ich sprechen? Ich habe kein Verlangen danach. Und wenn man dann erstmal noch schönere Texturen haben und so, dann wird das Ganze noch besser. Soll ich mal das Reh? Nee, genau. Die ganzen Rüstungen, die habe ich ganz vergessen zu verkaufen. Ich denke, in Bruma werde ich erstmal einem Händler die Bude einrennen und ein paar von diesen Sachen verscherbeln. Und nee, schaue ich mir dann genauer an. Jetzt reiten wir erstmal dahin. Sollte eigentlich nicht so lange dauern. Ein Wolf? Okay, kämpfen vom Pferd aus scheinbar nicht möglich. Alles klar. Gibt bestimmt auch irgendeine Mod, die das fixt. Ausbildung. Na gut. Zapp ist ihm nochmal hinterher. Was, wenn ich das ist nehme, dann habe ich wieder... Bin ich wieder überladen. Muss was von dem Gold abwerfen. Ich frage mich, ob ich trotzdem reiten kann, wenn ich überladen bin. Ich kann mich halt keinen Millimeter bewegen, wenn ich überladen bin. Schade, ey. Egal. Lederschild. Das ist ein bisschen was wert. Der hier ist weniger wert. Schmeiß mal den mal raus. Ich kann kaum abwarten, diese richtig teuren Rüstungen zu verscherbeln und so weiter. Schöne Gebirgslandschaft hier. Ich mag das, wenn man so an den Berghängen oberhalb einer Stadt entlang reiten kann und dann runterschauen. Okay. Ein weiterer Wolf nähert sich, beziehungsweise wir nähern uns eigentlich ihm. Dem werde ich helfen. Hey,
Guck mal, jetzt hockt er sich sogar hin. Peng. Der hat einen magischen Dolch. Seht ihr das? Wirkt und... So, hier jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr abstauben. Okay, links oder rechts? Denk mal hier lang, aber lieber nochmal einen Blick auf die Karte riskieren. Da bin ich. Okay, jetzt, ja. Okay, das heißt, ab jetzt halt... schau mal, diese Abzweigung ist auf der Karte nicht mehr eingezeichnet. Weil hier der Weg, endet der hier? Ja, das ist die Frage. Oder führt das dann nachher wieder zu einem Weg zusammen? Ja, jetzt bin ich nämlich vom eigentlichen Wege abgekommen. Schnell wieder zurück. Was ja auch schon an der ungemoddeten Version wirklich mag, ist die Vegetationsdichte von Gräsern und so weiter auf dem Boden. Finde ich sehr schön. La, 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 la. Pilze überall. Aber es ändert schon ein bisschen das Feeling, weil man mit Pferden unterwegs ist. Aber es kommt mir nicht so viel schneller vor als Laufen. Ich weiß nicht, ob der Gaul mit Absicht mega langsam gemacht wurde. Oder... ich denke, es ist schon ein bisschen schneller als Laufen. Aber es ist auch ein richtiger, es ist ein guter Punkt in der Story, um das Pferd einzuführen. Weil gerade dann, wenn eine größere Wegstrecke anliegt, macht es natürlich auch Sinn, dass man reitet. Oh, schön. Espenwälder sind hier. Gibt ja in Skyrim, sind ja solche Espenwälder, sind richtig schön umgesetzt. Mit buntem Laub und so weiter. Hier geht es auch so in die Richtung. Übrigens wusst ihr, dass das älteste Lebewesen der Welt, 80.000 Jahre alt, ist ein... Tja. Ist im Prinzip ein Espenwald in den USA, der aber eine einzige Pflanze ist. Das ist ein mega Wurzelgeflecht, wo ganz viele Bäume rauswachsen, aber die hängen alle zusammen unterirdisch und das ist das älteste Lebewesen der Welt. Oder größtes oder so, jedenfalls eines der krassesten Lebewesen. Und das ist bei ganz vielen Pflanzen so, dass die eigentlich unterirdisch ein Netzwerk bilden und eins sind. Heidelbeeren auch. Versuch mal einen Heidelbeerstrauch auszurupfen, dann ziehst du an der Wurzel und dann auf einmal ziehst du Meter für Meter dran und reißt im Prinzip das ganze Geflecht von Heidelbeerbüschen mit aus, was da außen rum ist, weil... Boah, was sind das denn? Gargoyles. Boah, das Pferd rastet aus. Moment, erstmal mache ich den Wolf platt. So, sehr gut. Pferd wehrt sich. Was ist das? Boah, Kobold. Ha. Aber wie das Pferd fightet, hätte ich nicht erwartet. Wo sind meine Kumpels? Die sind weg. Martin und so weiter. Wo seid ihr alle? So, hier geht's in den Dungeon rein. Koboldgalle. Lecker. Bestimmt mir alchemistische Zutat. Wenn ja, alchemistische Zutaten essen, um ihre Effekte rauszufinden, habt ihr mir auch geschrieben. Und das ist ja in Skyrim auch so. Hätte ich mich mal dran erinnern können. Ah. Ich spanne den Bogen nicht lang genug, ich weiß. Peng! Okay, jetzt kommt ein bisschen Hilfe von Martin. Kobold, Galle. Und auch hier wieder schöne Vegetationsdichte. Ich glaube, den Rest des Weges teleportiere ich mich jetzt einfach mal. Dö, 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 dö. Es sei denn, ich bin... Nee, ich bin noch nicht gleich da. Also, ab zu den Stallungen, da kann man den Gaul parken. Oh, schau mal, hier alles verschneit. Natürlich auch geil gewesen, so in die verschneite Gegend reinzureiten, aber passt es schon so. Kann ich eigentlich in diese Stallungen noch reingehen? Altes Tor. Humilis Nonius. Sprecht drinnen mit Petrin, wenn ihr ein Pferd kaufen wollt. Nee, ich will ja gar nicht. Ich habe ja schon eins. Auch ihr. Auch ihr. Wildaugenstelle. Gut, schöne euch. Kleine Hütte. Hi. Na, Petrin, ist das eine Nordfrau?
Braucht ihr ein Pferd? Die Wildauge-Stallungen haben die besten Schecken in Cyrodiil. Im Moment nicht, aber dankeschön. Lebt wohl. Ja, du auch. Ich hab gedacht, ich schau mal rein, was hier so abgeht. Okay, Freunde. Ab in die Stadt. Einen wunderschönen guten Tag. Dir auch. Kann man eigentlich in der Stadt drin auch reiten? Schauen wir gleich mal. Da stand gerade was zu Diebesgilde. Hallo. Oh ja, diese Stadt liebe ich, weil die so schön winterlich ist. Die erinnert mich an Weihnachtsmarkt. Ach, oh, schön. Oh, da dann noch bessere Texturen. Mm, wunderschön. Da merkt man, wir sind an der Grenze zu Skyrim. Skyrim sehen ja auch viele Orte ähnlich aus. Innos. Und hier irgendwo befindet sich eben auch der Wolkentempel. Aber jetzt komm, jetzt will ich erstmal einen Händler. Gerade jetzt schaue ich mir erstmal in aller Ruhe an, was für Hemd Überredung. Fertigen Wortgewandtheit 6 Punkte auf sich selbst, dauerhafte Wirkung. Eine Menge Wert. Überredung vielleicht gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht, das zu verkaufen, eiserner Bogen. Und ihr habt mir geschrieben, ich kann Sachen reparieren mit dem Hammer, den ich gefunden habe. Unbedeutender Sehnstein, der bedeutet nichts. Hier, Reparaturhammer. Damit kann ich zum Beispiel diesen Bogen einfach so, ja, okay. Kein Problem, wenn sich Sachen so leicht verbessern lassen. Ah, nee, der wird aufgebraucht, der Hammer. Ja, habe ich da unten nicht auf die Zahl geschaut. Okay, sehr gut zu wissen. Aber dann habe ich die Mechanik auch mal rausgefunden. Nordwinde. Das sieht für mich aus, als ging es hier um Rüstungen. Und schauen wir da mal rein. Hi. Skjorta, Nordwinde. Wir führen Kleidung und Rüstung. Und ich habe Kopfschmerzen, also sprecht bitte leise. Aber ich mag ihre Stimme. Graufuchs, mit dem habe ich ja schon ein Date. Also lass mal handeln. Was darf ich euch anbieten? Falschen, habt ihr mir auch geschrieben, soll ich vorher, vor dem Deal. So, Selling Items ab 50%. Ist es okay für dich? Okay, geil. Hemd der Überredung. Ja, komm, verkaufen wir direkt. Goldring? Auch direkt? Hemd der Überredung verkaufe ich jetzt auch mal, auch wenn ich vielleicht jemand überreden sollte demnächst mal, ich weiß nicht, dann was vielleicht ein Fehler. Okay, von Waffen kann ich hier nichts verkaufen. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ich weiß meine Kundschaft auch zu schätzen, ne? Auch ihr. Die sind sehr loyal. Kann ich dem vielleicht noch sagen? Ich bin Olfand, Ausbilder für leichte Rüstung. Skjorta und ich führen die Nordwinde. Entschuldigt uns bitte, wir haben letzte Nacht ein kleines Wetttrinken veranstaltet. Ich bin noch ein bisschen benebelt. Kein Ding. Der sieht auch aus wie so ein richtiger Schmied. So, schau mal. Lasst mich mal sehen, was ihr da habt. Jetzt repariere ich den Rest von meinem Kram auch noch. 5 Gold, sei gar nichts. Zack, sehr gut. Quatschschild, alles. Und wenn ich solche Sachen, die ich nicht verwende, wenn ich die auch repariere, kann ich die dann für einen höheren Wert verkaufen? Könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben. So, jetzt Meditationssymbol. Wissen ist Macht. So ist es. Dieser Charakter kann euch nicht mehr beim Trainingsfortschritt helfen. Okay, ich bin scheinbar schon zu krass. Macht wirkungsvollen Gebrauch, Rüstung aus Fellketten, Mithril, Glas. Klar, ist eine Glasrüstung, ey. Boah, wenn die zersplittert. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. So, bei ihm kann ich auch halt Deal erstmal falschen. Rüstung, Waffen. Hier ist der falschen Button. So, jetzt gehe ich mal auf 60%. Mal schauen, ob ich mir das erlauben kann. Okay. Wenn sonst nichts dran steht, heißt, ich kann es mir erlauben, oder? So, den verkaufe ich. Was? 7? Was? Ah doch, da steht dran 7. Ich habe hier... Ihr müsst mir schon ein besseres Angebot machen. Boah, was? Okay, dann Selling Items für 55%.
Den Preis kann ich mir nicht leisten. Ach, okay, 50%. Fertigkeit Handelsgeschick. Er ist ein Geselle. Ihr seid ein harter Feilscher. Ja, Mann. Okay. Eisschaden bei Treffer. So. Dolch der Betäubung ist bestimmt geil, aber wenn ich dann irgendwann Dunkle Bruderschaft-Quests mache, dann werde ich sowieso. Das ist ein gutes Angebot. Irgendwelche neuen Dolche sowieso finden. Stahldolch und so weiter. Hier, nimm alles, was ich habe. Grobe Lederstiefel wollte ich sowieso. Wobei, was ist, bietet mehr Schutz? Okay, grobe Lederstiefel wollte ich schon lange mal loswerden. Lederschild werde ich auch mal los. So, sehr gut. Okay, dann habe ich jetzt mal wieder ein bisschen Platz geschaffen und ein paar Taler verdient. Dann geht's jetzt ab in den Wolkentempel, dem Hauptsitz der Klingen. Tja, ob ich den noch erreiche oder ob wieder irgendwas dazwischen kommt, das sehen wir schon beim nächsten Mal in dieser wunderschönen winterlichen Stadt. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles erdenklich gut im Leben. Vielen Dank nochmal für die Tipps. Ich persönlich nehme, wenn ich manche Sachen persönlich nehme und grantelig reagiere, ist nicht böse gemeint. Bis zum nächsten Mal, alles Gute euch. Ciao.